Also, mein Name ist Sebastian Hepp, ich komme aus Zürich-Wollishofen. Ich studiere Wirtschaftsrecht an der ZHW und mein Hobby ist Skateboarding. Also das erste Mal, als ich mit dem Skateboarding in Kontakt gekommen bin, war, als ich 12 war. Und es hat sich so abgespielt, dass ein Kollege von mir, der in der gleichen Straße gewohnt hat sich ein Skateboard im Werken gemacht. Und ja, ist dann recht schnell besser geworden, hat Ollies gelernt, hat können auf den Randsteig umpen. Und ich habe das recht faszinierend gefunden, wie man mit so einem Stück Holz kann, Tricks machen kann. Und dann habe ich ihm gesagt, oh ja, bauen wir auch mal eins. Hat er mir auch eins gebaut. Und so bin ich eigentlich, das ist so ein bisschen der erste Kontakt gewesen. Und dann, ja, seitdem bin ich eigentlich immer angefressen gewesen und bin dann auch schnell mal auf die Landwiese gekommen. Das ist so der Treffpunkt in Zürich, wo sich so die Besseren treffen. Und ja, habe so auch viel mehr gelernt, weil die anderen schon viel mehr können haben als ich. Und ja, dann nach der Lehre ist es eigentlich wirklich gewesen, das, was ich habe wollen machen und dann auch verfolgt haben, das Ziel. Habe immer mehr Sponsoren bekommen. Also ich habe einen Sponsor fürs Brett gehabt, für Schuhe, für Kleider, eigentlich alles, was man braucht zum Skateboard fahren. Und ja, also wirklich, wir haben es dann auch ermöglicht, also die Sponsoren vor allem, dass ich in der ganzen Welt herumreisen kann. Ich bin eigentlich nie länger als einen Monat in der Schweiz gewesen. Ich bin immer in Europa umgereist, dort hauptsächlich wegen Contests. Und dann bin ich auch eigentlich 5 Jahre lang eigentlich immer einmal im Jahr auf Amerika gegangen, einen Monat, eineinhalb, weil dort natürlich die ganze Szene ist von der ganzen Welt sozusagen. In Los Angeles ist so ein bisschen das Mekka von den Skateboardern. Und ja, das war wirklich eine gute Zeit gewesen, weil die Sponsoren haben mich wirklich unterstützt und alles zahlt, so Flüge, Hotel, Essen, sie haben mir wirklich alles finanziert und ich habe auch einen monatlichen Lohn bekommen. Und dann eigentlich so wirklich meinen Traum können leben. Es ist wirklich so gewesen, dass ich eigentlich in der Schweiz alles erreicht habe. Ich bin in den verschiedensten Filmen gewesen, ich bin wirklich in den Medien überall präsent gewesen. Und dann bin ich schnell vor der Entscheidung gestanden, auf Amerika zu ziehen oder in der Schweiz so weitermachen wie bisher. Und dann ja, bin ich schnell auf die Idee gekommen, dass ich einfach nicht auf Amerika ziehen will und so einfach schulisch will weitermachen, mich weiterbilden und habe so BMS gemacht und studiere jetzt an der ZHW Wirtschaftsrecht. Und ja, Skateboard ist immer noch das Hobby von mir. Es ist halt wirklich so ein bisschen der Ausgleich, den ich zum Studium auch brauche und ja, wo mir auch Kraft gibt. Und ja, es ist nicht mehr mein Lebensinhalt, jedoch immer noch ein sehr wichtiger Teil in meinem Leben. Oh, herrlich. Herrlich! Juhu! Juhu!